EM-Naschereien zum Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Ich bin Kalle, euer Moderator, und ihr seid im neu gebauten Kalle-Frost-Stadion. Da kann ich doch nur sagen, herzlich willkommen! Und da ist das Stadion aus der Vogelperspektive. Noch sind alle Ränge leer, aber vor den Toren herrscht schon betriebsame Hektik. Bevor sich die Ränge füllen, ergreife ich die Möglichkeit, euch ein paar Bilder von der Erstellung dieses Stadions zu zeigen. Die Grundfläche ist schon da und da kommt auch der Rasen. Der muss jetzt schön straff und stramm verlegt werden, wie sich das für ein Fußballstadion gehört. Ein Fußballspiel ohne Zuschauer, das geht gar nicht, deswegen werden jetzt auch noch Zuschauertribünen aufgebaut. Als erstes die Nordtribüne, hier werden beim Eröffnungsspiel die deutschen Fans erwartet. Dann die Südtribüne und hier werden die schottischen Fans erwartet. Und zum Schluss die Seitentribünen. Es werden genug Fans erwartet, deswegen muss auch genug Platz da sein. Ich höre gerade, die Tore sind geöffnet und da füllt sich auch schon die Nordtribüne mit den deutschen Fans. Wie erwartet sind die Ränge auf der Nordtribüne proppevoll und natürlich ausverkauft. Jetzt sind auch die Seitentore geöffnet und Fans aus aller Welt strömen ins Stadion. Ich höre gerade, die Busse der schottischen Fans haben ein wenig Verspätung. Sie sind im Moment angekommen, also werden jetzt auch die schottischen Fans eingelassen. Nach und nach füllt sich jetzt auch die Südtribüne. Und als letztes kommen dann auch noch die VIP-Gäste. Alle sind pünktlich, das Stadion ist voll, denn jetzt kommen die beiden Mannschaften. Dann kann das Spiel beginnen. Wir hoffen auf ein faires, unterhaltsames Spiel. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.